Seid gegrüßt, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Hier scheint nicht viel los zu sein. Bist du hier ganz allein geblieben? Oh ja, ganz allein. Die anderen sind entweder tot oder nach Rathai geflohen. Ach, das tut mir leid zu hören. Und warum bist du ganz allein hier geblieben? Mein Bruder hat sich mit irgendwelchen Landstreichern davon gemacht und als mein Vater starb, musste ich ihm schwören, nie unser Heim zu verlassen. Du hast deinen Schwur sehr ernst genommen. Stimmt. Aber langsam wird's hier wieder gefährlich. Kuman? Wären's nur die, nehme ich mir eine Axt und das wär's. Aber vor ein paar Wochen kam Gesindel vorbei. Sie bettelten mich um Essen an und wollten gar nicht mehr gehen. Wären die noch ein wenig hungriger gewesen, hätten sie Kleinholz aus dem Hof gemacht. Von derartigem Gesindel habe ich auch schon gehört. Diese Wilden haben eine furchtbare Schweinerei hinterlassen. Das war schrecklich. Manche Leute liefen in die Kirche, aber diese Hunde haben schon dort gewartet. Sie wussten, wohin Verzweifelte fliehen. Wo hast du dich versteckt? Gott sei Dank habe ich meine Familie in den Wald geschafft. Ich sehe hier keine Familie. Ich hoffe, die Bastarde haben sie nicht gefunden. Nein, mich findet keiner so leicht, wenn ich's nicht will. Hab meine Frau und ein paar andere nach Rathai geschickt. Glaubst du, die Menschen werden wieder zurückkommen? Ich weiß nicht, wie es mit den Skarlitzern aussieht, aber meine Nachbarn kehren sicher zurück. Sie wollen nur geistlichen Beistand. Du meinst ein Pfarrer? Ja, wenn Krieg ist, kämpfen Adelige, um ihr Land zu beschützen. Aber einfache Leute wollen nur jemanden, der sich um ihre Seelen kümmert. Wohl wahr. Aber für euch war der Skarlitzer Pfarrer zuständig, oder nicht? Stimmt. Aber seit dem Angriff ist er verschwunden. Jedenfalls ist er nicht bei den anderen Flüchtlingen in Rathai. Das ist wahr. Dort habe ich ihn nicht gesehen. Sag mal, Junge, könntest du uns nicht helfen, einen Pfarrer für unser Dorf zu finden? Sollte nicht der Bischof einen Pfarrer bestimmen? Das mag so sein, aber der will sich scheinbar nicht damit abgeben. Warum auch Zeit an einen einzelnen Narren wie mich verschwenden? Na, da hast du wohl recht. Sicher, ich kann fragen. Das ist gut. Wobei ich schon einen anderen im Auge hatte. Dann sag mir, wer es ist. Was ich vom Skarlitzer Pfarrer gehört habe, könnten auch Gerüchte sein. Stimmt. Also gut. Vor ein paar Jahren gab es einen anderen Pfarrer in Skarlitz. Er hieß Simon, glaube ich. Simon? Pater Simon? Ich kenne ihn. Das ist derjenige, der vermisst wird, oder? Ja. Ich will ja keine Gerüchte verbreiten, aber man sagt, er hat sich in eine Haushälterin verliebt. Und dann ist die Arme plötzlich gestorben. Die Geistlichen von heute, Sodom und Gomorra. Sie sind auch nur Männer, mit denselben Schwächen wie wir. Also, um die Geschichte zu beenden, Simon verließ die Gemeinde und floh, wie du weißt. Lange Zeit hat keiner was von ihm gehört oder gesehen, bis er diesen Frühling hier auftauchte. Und was wollte er hier? Tja, gute Frage. Die Leute sagen, er ist Einsiedler geworden. Also gut. Wo finde ich ihn? Kann ich nicht genau sagen. Frag am besten die Eltern von dem Mädchen. Sie leben auf einem Hof in der Nähe und wissen vielleicht was. Er hat vielleicht sogar mit ihnen geredet. Ich gehe zu ihnen und höre mir an, was sie zu sagen haben. Gott sei mit dir, Junge. Ich hoffe, du findest ihn. Wenn mich irgendein Heide absticht, will ich wenigstens ein gutes Begräbnis. Keine Sorge, ich bringe dir jemanden.
Was zum... Heinrich, schön, dass du da bist. Kann ich... Ich suche den Pfarrer, Pater Simon. Ich hörte, du kennst ihn. Simon? Was willst du von ihm? Ich suche den Pfarrer, der früher in St. Jakob lebte. Die Einheimischen sagten mir, sie hätten ihn in dieser Gegend gesehen. Ich weiß nicht, ob ich dir da helfen kann. Der geht sicher nie in seine Gemeinde zurück. Also gut, was willst du wissen? Was passierte zwischen Simon und deiner Tochter? Nichts, was nicht ständig geschieht. Unsere Maria war sein Hausmädchen in Skalitz. Sie war sehr, sehr schön und eher jung, also nahm die Natur ihren Lauf. Junge Leute eben. Eines Tages kam sie zurück, hatte einen ordentlichen Bauch. Ja, solche Dinge passieren eben. Was kann man schon tun? Meine Rede. Ich war nur froh, dass sie jemanden hatte, der für sie sorgt. Nur hatte sie nie die Chance, das Kindchen in den Arm zu halten. Sie überlebte die Geburt nicht. Das tut mir sehr leid. Das ist das Los der Frauen. Männer sterben auf dem Schlachtfeld und die Frauen im Wochenbett. Was geschah mit Simon? Der Arme. Er hat es nicht verkraftet. Er war sich sicher, dass Gott Maria für ihre Sünde strafte. Unsinn. Menschen liegen ständig ohne den Bund der Ehe beieinander. Und Gott lässt sie zufrieden. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber wer bin ich, einen Pfarrer zu belehren? Und wer weiß, vielleicht hatte er recht. Gottes Wege sind unergründlich. Er war außer sich vor Trauer. Sprach nicht, aß nichts, weigerte sich, ein neues Hausmädchen einzustellen. Und eines schönen Tages war das Pfarrhaus leer. Hat lange gedauert, ehe ein neuer Pfarrer einzog. Wo finde ich ihn? Angeblich soll er sich hier herumtreiben. Hab ich auch gehört. Und glaub's auch, obwohl ich ihn selbst nicht gesehen hab. Wie das? Nachdem unsere arme Maria gestorben war, nahmen wir etwas von dem Geld, das uns Simon gegeben hatte, und errichteten ein Kreuz an der Straße. Und seit kurzem schmückt es jemand mit Beinwellkränzen, ihren Lieblingsblumen. Du glaubst, es ist Simon? Wer weiß. Vielleicht ist's ja auch ein Wunder. Ich glaub alles. Ist aber seit langem kein frischer Kranz mehr abgelegt worden. Vielleicht ist Simon weitergezogen. Verstehe. Kannst du mir zeigen, wo das Kreuz steht? Sicher. Westlich von Skalitz stehen Absetzbecken für die Minen. Dort ist auch ein bewaldeter Hügel mit mehreren Wegen. Marias Kreuz steht an einem davon, beim Bach. Vielen Dank. Ich gehe dann. Tu das. Und wenn du ihn findest, sag ihm, dass wir es ihm nicht übel nehmen. Das werde ich.
Ort weg, bei Gott, was ging hier? Kurva élet! Utolsó fasz! Itt fogsz nekem pityeregni? Das muss es sein. Marias Mutter hatte recht. Jemand hat hier kürzlich Blumen niedergelegt. Ich sollte mich umsehen und in der Nähe nach Beinwell suchen.
Ich sollte umkehren, ehe Herr Ratzig glaubt, ich wäre weggelaufen. Hey, du! Was machst du da? So heißt hier keiner. Oh doch. Hältst du mich für einen Narren? Gut. Vielleicht ist so einer hier. Und wenn schon. Wir gehen nirgendwo hin. Ihr solltet weniger reden und eure Beine mehr bewegen. Und wieso, hä? Glaubst du, du kannst uns beide schlagen? Vielleicht. Aber das spielt keine Rolle. Ich habe euch beide gestern gesehen und in Thalberg Bericht erstattet. Entweder wartet ihr also auf Herrn Divischs Hauptmann Robert oder verzieht euch. Scheiße. Gut, wir gehen. Wie weit sind sie? Weit genug. Wenn ihr rennt, kriegen sie euch nicht. Ah, gut. Danke für die Warnung. Geht es dir gut? Ah ja, ich denke schon. Was ist mit den beiden Halunken? Die treiben sich hier irgendwo herum. Guter Gott, kannst du sie nicht verjagen? Ich habe Angst, dass sie zurückkommen. Ich sehe, was ich tun kann. Aber tu niemandem weh. Danke, mein Sohn. Ich fürchtete, ich komme hier nicht lebend wieder heraus. Wir leben in schlimmen Zeiten, wo Halunken wehrlose Menschen angreifen. Sie haben mich nicht angegriffen. Ich habe sie dabei beobachtet, wie sie Vogelnester plünderten und hatte Mitleid. Das macht ihre Tat umso schändlicher. Die Freundlichkeit eines Christen derart zu vergelten. Wem verdanke ich denn meine Rettung? Ich heiße Heinrich. Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin der Sohn des Skalitzer Schmieds. Dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Doch du wirst sicher nicht zufällig hier vorbeigekommen sein, oder Heinrich? In der Tat. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Mich? Was könnte ich schon für dich tun? Ich möchte, dass du nach St. Jakob zurückkehrst. Die Leute brauchen seelischen Beistand. Skalitz ist völlig zerstört und viele in St. Jakob sind gestorben. Sie brauchen einen Pfarrer. Ich verstehe, aber muss dich leider enttäuschen. Ich bin kein Gottesmann mehr. Ich bin jetzt büßender Einsiedler. Ich kenne deine Geschichte, Pater. Dann weißt du auch, dass ich schuldig bin. Ja, und ich möchte es nicht abtun. Dein Gewissen ist allein deine Sache. Aber ich weiß, dass du tief drinnen ein guter Mann bist. Du weißt nicht, was du da redest. Du kennst mich nicht. Aber ich weiß, was du getan hast. Viele Gottesmänner brechen Gottes Gebot und schämen sich nicht ein bisschen dafür. Das entledigt mich nicht meiner Sünden. Gottes Gesetz ist unumstößlich, egal wie oft man es bricht. Du hast recht, aber die Menschen brauchen dich. Vergib meine Offenheit, aber auch wenn es dir freisteht, deine Gemeinde zu verlassen, entbindet dich das nicht deiner Pflicht gegenüber deiner Herde. Aber ich bin ein Sünder. Ich kann niemanden führen. Ich bin unwürdig. Pfarrer, Bischöfe, Mönche, Äbte, allesamt Sünder. Selbst der Heilige Vater ist einer. Du hast deine Buße getan. Es ist Zeit, unter Menschen zurückzukehren. Du hast sicher recht. Es ist meine Pflicht. Wenigstens, bis sich jemand Besseres findet. So bald werden sie niemanden finden, der besser geeignet ist. Also gut, ich nehme, was ich tragen kann und gehe zurück nach St. Jakob. Danke. Deine Gemeinde wird es dir danken.
Schön, dich zu sehen. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Wirklich? Wunderbar! Wer ist es? Der frühere Gemeindepfarrer von St. Jakob. Ich habe ihn überredet, für ein Weilchen zurückzukehren. Du hast ihn also gefunden? Ja, er lebte in der Nähe im Wald. Gott sei Dank. Du wirst sehen, wenn der Pfarrer wieder da ist, kehren auch die Leute zurück. Ich hoffe es. Ich habe für den Pfarrer ein paar Münzen gesammelt. Du solltest etwas davon haben. Schließlich hast du ihn zurückgebracht. Das kann ich nicht annehmen. Du brauchst es, um das Dorf wieder aufzubauen. Wie du meinst. Ich werde dich nicht drängen. Nun, dann leb wohl. Ich hoffe, er taucht bald hier auf. Lass ihn nur nicht wieder gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Gute Reise, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Was zum Teufel...